Faster Than Light, Folge Nummer 2. Wir sind bereit für den nächsten Sprung und entweder hierhin oder hierhin. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir dürften das von hier aus schaffen, bevor die rote Linie zu nahe kommt. Von wegen. Wir bleiben da nicht draußen. Wir gehen da mitten in den Kampf rein. Hast du Artemis-Raketen? Nee, hast du nicht. Und da war es auch schon so gut wie vorbei. Die ersten zwei Sektoren in dem Spiel sind noch ziemlich einfach. Hart wird es wirklich erst gegen Ende. Und der Endboss ist Weapon Burst Laser Mark 1. Ja komm, gib ihm. Können wir? Wir können keine zwei in Waffen stecken. Wir haben auch nicht genug Energie. Also erstmal ein bisschen Energie hochpumpen. Wobei wir... verdammt, wir hätten vielleicht hiervon eins abziehen können. Oh shit. Jetzt machen wir einen kleinen... Moment, ist das jetzt offen oder zu? Ich kann es nicht sehen. Machen wir einen kleinen Trick. Lassen die Luft quasi von selbst hier rein. Weil auch die Gegner müssen atmen. So, dich habe ich, ja? Ja, dich habe ich. Der stirbt mir auch gerade weg. Okay, das war close. Fuck. Das ist nicht gut. Jetzt kommt auch noch eine Sonneneruption. Oh, Moment. Scheiße, der ist down. Ach, das kann nicht wahr sein. Okay, hier geht gerade alles schief, was hätte schief gehen können. Jawoll. Wie lösche ich das jetzt? Okay, Moment. Scheiße, ich kann die Türen nicht öffnen. Okay, ich muss jetzt zwei Jungs darüber schicken. Und die nächste Sonneneruption. Das kann nicht euer Ernst sein. Jawohl, die Krankenstation ist down. Jetzt ist, glaube ich, gleich vorbei. Jetzt ist gleich richtig vorbei. Und die nächste Sonneneruption. Ja. Geil. Gibt's nichts mehr, was ich tun kann. Geiler Scheiß. Fuck. Ich protz gerade noch so. Die ersten zwei Sektoren sind doch so richtig leicht. Nein. Ja, komm, gib ihm. Dann ist wenigstens vorbei. Und wir fangen von vorne an. Jawoll. Kacke. Oh Mann. Ist jetzt richtig, richtig dumm gelaufen. Und schon wieder so eine Sonne. Scheiße. Oh, ich habe die Jungs noch gar nicht verteilt. Du Schilde, du Waffen. Los. Von den Schilden bitte gleich als reparieren, sonst können wir gleich nicht wegfliegen. Jawohl, die Waffensysteme brennen. Okay, schnell eine Rakete, bevor alles schief geht. Jawohl, die Waffensysteme sind komplett am Brennen. Und ich krieg's nicht unter Kontrolle. Wow. Okay. Ja. Sprung. Alter. Das startet ja wieder richtig, richtig super, wenn jetzt ein Gegnerschiff kommt. Oh Gott sei Dank. So. Mach die Tür zu. Das Gute ist, wenn man die Türen aufmacht und ein Feuerchen brennt,
Ohne Sauerstoff kann Feuer nicht überleben. Sollte man im Allgemeinen wissen. Das heißt, wenn der Sauerstoff komplett weg ist, ist Feuer auch komplett weg. So. Dürft ihr mal ans Reparieren gehen. Hätte ich euch jetzt eigentlich... Moment. Na egal. Ist egal, wer wohin geht. Also du dahin. Du dahin. So, jetzt kommen wir zum Distress. Nee. Wenn ich jetzt einen aus der Mannschaft verliere, ist es schon wieder vorbei. Oh, Asteroidenfeld. Zumindest kriegen die auch ein bisschen was davon ab. Yay, Antrieb down. So, den Rest machen die Asteroiden schon. Oh, Moment. Alles klar, der macht wieder alles richtig, richtig mies. Moment, wieso bist du nicht auf der Krankenstation? So, du dahin, du... Moment, warst du nicht der Pilot? Jax war doch Waffen. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So. Noch verletzt? Ne, alle gut. Achso, ja, wir sind in Danger, deswegen kann ich das Schiff leider nicht angucken. Zum Store oder haben wir genug Zeit, um einmal so rum? Ich denke, wir haben genug Zeit, um einmal rumzufliegen. Wir haben ein Drohnensystem, aber keine Drohnen. Und auch keine richtig dollen Waffen. Könnt, wobei, ach, was soll's, ich heb den noch auf. Oh, das ist Autofire, den ich an. So, das Ganze ein bisschen schneller machen. So. Schieß mal auf die Schilde. Und die versuchen natürlich wegzufliegen. Und weil mein Laser zu lange dauert, bis er wieder aufgeladen ist. Erstmal die Raketen rein, okay. So, okay. Ganz gut. Das dürfte eigentlich reichen. Wenn ich dahin, dann zum nächsten, dann zum Store. Und dann wieder zurück. Ich hoffe es mal. Great, I was worried no one would increase basically and deliver this card after. Okay. Kann man mal machen. Pff, okay. Die Quest ist direkt daneben, alles klar. Easy money. For fight.
Oh cool, wir haben einen neuen Kollegen. Dann kann der gleich mal mit dem Rest der Mannschaft sich da versammeln. Und dann go. Macht sie fertig. Das müssen die eigentlich locker hinbekommen. Ja, wobei. Mikael. Schon ein paar Problemchen. Jax geht auch gleich drauf. Oh, jetzt geht's aber ein bisschen schnell hinter auf. Okay. Der muss auch da raus. Oh, nicht das Gas, nicht das Gas. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen blöd gemacht. Aber nur manchmal. So, du musst mal ganz schnell dahin das reparieren. Hab ich jetzt einen verloren? Nee. Ich dachte schon. Ah, komm, komm. Ach, okay. Er hat schon gefixt. Irgendwo kann man auch sehen. Genau, Q. Repair Speed, Commit, Damage, Flicked Half. Okay, die Menschen können gar nichts. Nur die Außerirdischen sind richtig geil. Aber. Ja, komm, geh du an Antrieb. Du kannst mal da drauf. Du hast die Waffen gemacht. Du warst, glaube ich, unser Kapitän. Ja, war er. So, Jump zum Store. Jetzt musste ich eigentlich. Eigentlich müsste ich einmal reparieren. Jetzt könnte ich auch eine Drone Control mir holen. Oder ein Crew-Teleporter. Der Crew-Teleporter ist zwar. Den habe ich noch nie so richtig probiert. Naja, lieber nicht. Hat sich nicht so richtig gelohnt hier. Ja, wobei doch. Im Großen und Ganzen hat es sich schon gelohnt, hier hinzuspringen. Aber es war jetzt nicht das, was ich gehofft hatte zu finden. Ein paar Sachen mitgenommen, okay. Dann machen wir mal die Schilder eins hoch. Und gehen in den Civilian Sektor. Welcome to the new sector, bla bla bla. Bringen wir doch mal hier hin direkt. Pirate Ship. Okay. Und die Jungs haben eine Rakete. Jawohl! Trotzschilde kriegen wir erstmal voll auf den Sack. Jawohl. Wieso reparierst du nicht? Hallo? Ach, er macht. Okay, sah nicht so aus, als würde er reparieren. So. Jump, 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 jump. So, jetzt haben wir aber keinen Money mehr. Geld mehr. Egal. Vielleicht gibt es irgendwas günstig. Stealth Weapons. Prevents your weapons fire from disrupting your cloak. Oh. Au. Oh. Hülle entfaltet, deal one damage. Burst Laser. Kann ich. Moment. 19, dann habe ich 62. Das reicht gerade nicht. Kacke. Irgendwas anderes zum Verkaufen? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Unten oder oben? Na komm, unten. Was soll's. Ach so, ja, das ist auch mega cool.
Das gibt uns ein bisschen Zeit, hier im Sektor rumzufliegen, bevor diese rote Linie hinter uns herkommt. Oh, ich hätte vielleicht mal Sprit mitnehmen sollen. Ich habe keine Raketen, also attack the shit. Die dürften nicht so viel machen gegen uns. Vor allem die Beams sind immer irgendwie richtig schwach, finde ich. Weil die nicht durch die Rüstung, durch die Schilde durchgehen können. Den Schilden auch keinen relevanten Schaden machen. Die sind eigentlich nur dann geil, wenn man die Schilde down hat. Aber das dürfte hier nicht so schnell passieren. Jetzt erst recht nicht mehr. Können wir jetzt noch die Schilde down machen und dann ist gut. Das Schöne an Faster and Light ist, wenn man so einen Kampf hat, ja, dann kann man sich in Ruhe, wenn man einen zweiten Bildschirm hat, so. Oh. Kann man so rechts auf dem zweiten oder links, je nachdem, wo man den zweiten Bildschirm hat, noch irgendwas angucken. Ich habe zum Beispiel gerade da Dreamhack. Navi gegen Nip mit dem Knife Kill. Was auf jeden Fall und Store. Gib ihm. Was auf jeden Fall ja. Was man so schön nebenbei spielen kann. Und wenn es drauf ankommt, dann kann man ja trotzdem hingucken. Shield passes through, which allows for shield piercing, require power. Alles nicht so geil. Sprit nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und ich würde... was würde ich denn mal upgraden? Ich glaube, ich würde mal das auf jeden Fall machen. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich gehe jetzt da hoch. Spot. Alles klar. Keine wirklich gefährlichen Waffen. Eine kleine Drohne, die macht auch nicht viel Schaden. Kommt nicht mal durch die Schilde durch. Also das dürfte auch easy peasy werden. Jetzt ist die Drohne auch schon weg. Dann können wir auch noch... Machen wir mal einen Antrieb weg. Ja, jetzt kommen sie nämlich gar nicht mehr weg. Oh, die Waffen sind wieder online. Wobei, Moment, bleib mal auf dem Antrieb drauf, nicht, dass sie uns gleich wegfliegen. Fuel, Scrap und Drohnen. Brauchen wir Fuel? Ja, eigentlich schon. Ja, komm. Nehme ich. Okay, dann kommen wir noch hier hin. Immer angreifen. Könnte immer was Gutes finden. Moment, macht er seinen Trieb ready? Okay, das war weird. Schießt trotzdem auf den Antrieb. Nicht, dass der uns jetzt abhaut. Und so wie es aussieht, holt sich gerade Navi die Runde 15-3 gegen Nip. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Wobei, weiß nicht. Also, dass es so eindeutig wird, hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Aber es ist ja, glaube ich, erst die erste Map. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine,
Das wäre die erste. Müsste eigentlich die erste sein, denn kurz davor war ja erst Envy gegen G2, was ein sehr spannendes Match war. Oh, cool. Flip is it slower, but will disrupt your senses. Ein Iron Storm, okay. Da möchte ich nicht unbedingt reinfliegen. Aber ich glaube, wir haben keine Wahl. Anders kommt man nicht zum Ziel. Leider. Oh, hier ist ja gar nichts. Waffen down. Wobei, die haben einen Burst Laser und zwei Beams. Hatten nur einen einfachen. Da dürfte eigentlich gar nichts passieren. Ja, auf die Schilde schießen. 16-3, Navi. War es die erste Map? Ich glaube schon. Ja, müsste die erste Map gewesen sein. Sah nämlich gerade so schon so aus, als würden die Jungs aufstehen und Shake Hands machen. So. Wir könnten jetzt direkt zum Exit springen. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich habe die vorhin ja nicht umsonst gezahlt, dass sie hier ein bisschen... Chase und Anna und Web. Ja, komm, gib ihm. Burst Laser Mark One, fick dich doch. Oh, okay. Na, zumindest besser als die Artemis-Kacke, die wir haben. Müsste eigentlich sogar noch genug Zeit haben, um zu dem Store zu... Oder dahin. Dahin müsste ich noch genug Zeit haben. We will never surrender. Und dann... Wie viel schießt der eigentlich? 2 Lasers. Das ist nicht so geil. Das wird dann wohl das erste sein, was ich direkt verkaufe. Wenn ich eine bessere Waffe finde. So, die wollen abhauen. Gibt nicht. Antrieb. Tschüss. Bisschen Scrap bekommen. Wir könnten... Ja, zu dem Store wird ein bisschen risky, also... Da glaube ich nicht, dass wir das noch schaffen. Auch wenn ich gerne... Oh, ich möchte auf jeden Fall zu dem Store eigentlich. Na komm. Alles oder nichts. Ich glaube, das wird jetzt schief gehen, aber alles oder nichts. Crapper Collector. Das ist richtig, richtig geil. Das kaufen wir auf jeden Fall. Brauchen wir noch jemanden für die Crew? Eigentlich nicht. Aber Sprit kann man immer gebrauchen. Okay. Und jetzt wird es halt richtig, richtig knapp. Gott sei Dank. Ich hätte... wobei. Egal. Untenrum. NG Homeworld. Continue. Erstmal die Waffen hier wechseln. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fliegen hier oben rum. Oder unten rum? Nee, lieber oben rum. Warum ist eigentlich einer... Warum sind zwei von denen verletzt? What the fuck? Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Ich würde sagen, das war diesmal eine sehr lange Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut.